Dieses Video ist für dich, wenn du in der Mittelstufe bist, aber immer noch mit dem kleinen 1x1 kämpfst oder auch nicht kämpfst, wenn du es auf jeden Fall noch nicht so ganz kannst. Denn dieses Können ist sehr, sehr wichtig, um alle Mathe-Themen in der Mittelstufe bearbeiten zu können. Wenn du die Lücke schließen willst, zeige ich dir hier eine Methode, die hundertprozentig klappt, die seit langem bewährt ist. Und zusätzlich für ein bisschen Spaß schauen wir noch an, wie uns die neue künstliche Intelligenz von ChatGPT beim Lernprozess helfen kann. Erstmal machst du die Karteikarten und schreibst auf jede Karteikarte eine Reihe vom kleinen 1x1. Und das kannst du dann zum Beispiel mit jemand aus der Familie oder in der Schulklasse als Partnerübung abarbeiten. Du kannst es allein machen oder zu zweit oder auch zu dritt. Wie die Spielregeln gehen, brauche ich gar nicht zu sagen, denn alle Gruppen finden automatisch Spielregeln, die zu ihnen passen. Denn das ist ja automatisiertes Wissen. 1x1 ist 6, 10x6 ist 60. Dann hast du in der Mittelstufe auch schon Quadratzahlen gehabt und jede Reihe enthält mindestens eine Quadratzahl. Also schreib dir auch immer die Quadratzahl auf in der Quadratschreibweise. Wichtig ist auch die Multiplikation mit 5. In der Praxis und im Erwachsenenleben macht man das oft so, dass man mal 10 macht und dann durch 2. Überleg dir das und gewöhn dir das auch an. Das ist wirklich sehr praktisch und damit hast du eine von den Multiplikationen schon weg. Außerdem siehst du hier auf der rechten Seite die ganzen Quotienten. Also zum Beispiel 3 mal 6 ist 18 und 18 durch 6 ist 3. Das ist also rechts immer die Probe zu der Multiplikation. Ich habe sie immer mit Bruchstrich geschrieben, damit du dich daran gewöhnst in der Mittelstufe, dass das Geteiltzeichen nicht mehr ganz so wichtig wird und der Bruchstrich immer wichtiger. Denn Bruchstrichnotationen brauchst du auch in Physik und du musst dich daran gewöhnen, dass ein Bruch eben nichts anderes ist als die Rechenoperation geteilt. Hier mal die Punkte zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Also beim Üben kommt es darauf an, dass du immer weniger nachschaust, wenn du eine Frage kriegst, nicht immer auf dem Papier nachschauen, sondern versuchen, die aus dem Kopf zu beantworten. Das Zeug muss vom Papier in deinen Kopf. Das ist in der Sache. Dann bitte beim Üben, mach's konzentriert, denk an nichts anderes. Lieber kürzer üben, aber wenn du übst, konzentriert. Dann sind manche von diesen Aufgaben schwerer zu merken. Zum Beispiel 7x8. Also, wenn du merkst, dass du immer wieder zögerst, die Frage zu beantworten, dann mach dir ein Häkchen, notier das irgendwie, damit du weißt, das sind die, auf die du besonders achten musst. Dann achte darauf, dass mit der Zeit, du wiederholst die Übung immer wieder, deine Antworten immer schneller und immer sicherer werden und fehlerfrei. Und du kannst auch wirklich mal auf Tempo üben. Das zeugt einen gewissen Stress und der Stress hilft beim Lernen. Soll natürlich nicht nur stressig sein, aber manchmal hilft ein gesunder Stress. Dann lasst euch was einfallen beim Üben. Abwechslung, Karten wechseln, mal Produkte, mal Quotienten abfragen. Und schließlich nicht das Üben übertreiben. Wenn die Konzentration nachlässt, lieber Pause machen. Mit dem Üben ist es so wie bei Karate Kid, wenn du den Klassiker mal gesehen hast oder davon gehört hast. Der Junge will Karate lernen, um sich in der Welt besser behaupten zu können, um nicht mehr ständig verprügelt zu werden. Beim Meister kann er das lernen, aber zu seiner Enttäuschung bildet ihm der Meister immer erst primitive, blöde Arbeiten auf, wie zum Beispiel das Wachsen und Polieren von alten Autos. Er muss immer in kreisförmigen, gleichmäßigen Bewegungen die Autos polieren und wachsen. Wax on, wax off heißt die Devise. Und es hat ganz viel mit dem kleinen 1x1 zu tun. Du musst dich erstmal darauf einlassen und es tun. Und dann wird es dir auch später mal viel helfen. Das Ergebnis bei Karate Kid, hab's hier in der englischen Wikipedia gefunden, in der deutschen stand so leider nicht, ist, durch dieses Üben, obwohl die Arbeiten wirklich langweilig waren und er sich vorkam wie der Sklave des Meisters, durch dieses Üben hat sich sein Muskelgedächtnis gestärkt und entwickelt. Und dadurch hat er die richtigen Bewegungen gelernt. Und jetzt schauen wir uns noch an, ob die künstliche Intelligenz von ChatGPT zu unserem Lernprozess was beitragen kann. Vielleicht einfach so als Fun-Faktor.
Zunächst mal kann ich mir die Übungskarten von ChatGPT auch erstellen lassen. Ich brauche ihn das nur fragen und er erstellt mir die Karten. Ich kann auch sagen, dass ich die Karten mit Multiplikation und Division will. Das versteht er alles und erstellt mir die richtigen Karten. Und jetzt wollte ich mal, dass er was dichtet zur Wichtigkeit des kleinen 1x1. Er soll einen coolen Slogan oder ein Gedicht über das kleine 1x1 machen. Hier ist das Ergebnis. Das kleine 1x1 macht dich stark in der Schule und im Leben, Tag und Nacht, multiplizieren und dividieren. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, ganz bestimmt. Naja, für die künstliche Intelligenz doch gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich aber im Chat gesagt, er soll es ein bisschen umformulieren, dass es doch cooler klingt und dass wirklich jeder, wenn er das hört, sofort das kleine 1x1 lernen will. Und da kommt Folgendes raus. Multiplizieren und dividieren, das kleine 1x1 beherrschen, Schule und Leben werden leicht, mit diesen Skills bist du bereit. Jetzt habe ich gesagt, wir sollen das so multiplizieren und dividieren noch raus, damit es kompakter wird und die Skills einfach noch stärker betonen, dass du wirklich der Größte bist, wenn du die hast. Und dann kommt raus, das kleine 1x1 beherrschen bedeutet, der Beste zu sein, in Schule und im Leben, Tag und Nacht, bist du der Boss, das ist klar. Und jetzt wollte ich noch wissen, dass er dazu dichtet, wie mies das ist, wenn man das kleine 1x1 nicht kann. Und da kam raus, ohne sie, also ohne die Skills, ist man aufgeschmissen in Mathe und im Alltag, das ist klar. Man fühlt sich erbärmlich und uncool, doch keine Sorge, das lässt sich ändern. Und hier habe ich nochmal das ganze Gedicht zusammengefasst. Ich habe es auch in die Beschreibung unten reinkopiert. Da steht eben abschließend, das kleine 1x1 zu beherrschen, ist der Schlüssel zum Erfolg, ganz bestimmt. So lerne es jetzt, Tag und Nacht, dann bist du der Boss, das ist klar. Ja, eigentlich ist es klar und ich brauche dem nichts weiter hinzuzufügen. Und es geht an die Arbeit.